Hi und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Abenteuer Bowser. Wir befinden uns in Toadtown und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir wollen jetzt uns mal diese Stadt jetzt mal wirklich mal anschauen. Die Straße ist immer noch nicht fertig. Okay. Wir sind fertig. Geradeaus ist das Wohnviertel von Toadtown. Wenn ihr aus dem Wohnviertel nach Süden geht, kommt ihr zur neuen Einkaufsmeile. Alles klar, dann schauen wir uns das mal... Oh. Da war ja was. Wer öffnet in einer solchen Zeit eine Einkaufsmeile? So ein Blödsinn, fast alle haben Metabolie. Metabolie ist kein Spaß und jetzt ist auch noch die Prinzessin weg. Aber jetzt ist genau die Zeit, in der man jede Aufmunterung gebrauchen kann. Ja, stimmt. Warum ist da ein Panzerblock? Ich habe ein komisches Bild gekriegt und plötzlich war ich so. Boah, kann mich nicht bewegen. Willkommen in Toadtown. Oh, hallo Mario, willkommen zurück. Hast du schon gehört? Die Einkaufsmeile ist fertig. Schau doch mal vorbei. Lass mich hier rein. Ja, du achtest auf deine Gesundheit, ja? Spring immer schön weiter, dann bleibst du fit. Oh. Oh. Peach. Nee, hier ist nichts, okay. Können wir hier noch einen hohen Sprung erlernt? Oder warum ist hier so eine komische Erhebung hier? Ah ja, okay, ich sehe schon, wofür den Panzer bräuchten. Hallo Mario, wie geht's dir? Du siehst ziemlich glücklich und entspannt aus, aber das scheinst du eigentlich immer zu sein. Nur nicht unterkriegen lassen. Es gehört auch wohl, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Was ist denn hier? Achso, das ist ja von den Kleinen hier. Papa ist groß und rund geworden und rums hat er die Wunde angerissen. Irgendwann will ich auch so groß wie Papa werden. Wir sollten uns mal um eine Renovierung kümmern. Hat jetzt mal ein Pilch. Peach-Bild. Hier ist der Ort des Geschehens gewesen. Okay. Westlich von hier gibt es einen Tunnel zu den Toadtown-Höhlen. Ab und zu sieht man dort drei seltsame Parkoopas herumlungern. Ah ja. Oh, ey, Mario. Sieh mal, ich kann mich kaum bewegen. Der Doktor sagt, das fehlt wieder, aber der ist so komisch, ich mache mir Sorgen. Meinst du, dass ich durch Sonnenbahn gesund werde? Wie auch immer, die Klinik von Dr. Horoskopusti ist auf der Einkaufsmeile. Hier könnte man auch was benötigen. Frischwurz. 50 Münzen. Po. Ich habe etwas zu vorbereiten. Ich habe das Haus zu einer Sauna umgebaut. Man schwitzt alles aus und kann also nicht rund werden. Also macht das Feuer nicht aus. Okay. Sage ich mal jetzt nichts zu. Metabolie? Ich habe Metabolie. Von Haus aus so ein. Ah, wie kommt man denn an diesen. Gehen wir erstmal hier links lang. Okay. Hat sich erledigt. Da müssen wir wohl hier. Ich brauche Hilfe. Hey Mario, zu Einkaufswagen geht's hier einfach geradeaus. Da gibt's viele schicke neue Geschäfte und alle in Gehweite.
Solange wir jetzt nicht fighten wollen müssen. Ich will auf die Einkaufsmeile. Okay. Machen wir heute mal so einen ganz entspannten Tag. Mario, willkommen auf unserer neuen Einkaufsmeile. Gerade erst fertig geworden und schon so viel los. Soll ich dir etwas über die Geschäfte hier erzählen? Also es gibt hier Geschäfte für Ausrüstung. Ah. Da drüben ist ein kleines. Oh. Da ist etwas... Das ist etwas größer. Und das hier ist sehr teuer. In diesen Geschäften gibt es Ausrüstung, wie gesagt. Schau sie dir mal an. Die haben da so tolle Sachen. Ja, erzähl mal. Was ist das? Da drüben haben wir ein Teehaus. Besonders beliebt ist der Pilztee. Klingt gut, oder? Du solltest ihn unbedingt versuchen. Die Röhre dort führt übrigens in die Tortau-Höhlen. Mhm. Südöstlich von hier ist ein kleiner Laden. Da gibt es tolle Ohren zu kaufen. Der Besitzer ist etwas eigen. Das heißt, er bietet Dinge nur an, die er selbst mag. Und daneben ist ein Itemladen. Pilz und Sirup und so, ihr wisst schon. Na, das ist die Klinik von Dr. Horoskopus T. Wenn du krank bist, geh zu ihm. Man munkelt, Dr. Horoskopus T verfügt über mysteriöse Kräfte. Er weiß einfach alles über das Pilzkönigreich. Wenn du mal ein Problem hast und nicht weiter weißt, dann solltest du dich an ihn wenden. Das alles, sieh dich um und viel Spaß. Wenn du dich hier verloren fühlst, komm zu mir. Ich helfe gern. Alles klar. Herr Mario, Herr Luigi, zur Öffnung haben wir uns etwas einfallen lassen. Wollt ihr gern mehr wissen? Such den Pilzball. Wir haben hier auf der Einkaufsmeile überall Pilzbälle versteckt. Bringt sie mir. Ihr dürft behalten, was in den Bällen versteckt ist. Und was für fantastische Dinge in den Bällen versteckt sind. Viele Pilzzellen sind allerdings unsichtbar. In unsichtbaren Blöcken, im Boden, hinter Mauern. Ich weiß, ihr seid Spezialist, also haltet die Augen offen und nach möglich verstecken. Manche findet ihr nur, wenn ihr euch in den Boden bohrt. Die Bälle sind überall versteckt. Macht euch auf die Suche, ihr zwei. Ach ja, es gibt insgesamt 16 dieser Pilzbälle. Ah ja. Springen? Oh, was müssen wir hier machen? Also, ich sehe hier was, aber... Ich jetzt kleiner? Nee. Nee. Also hier ist auf jeden Fall was. Ach so. Hier müssen wir wahrscheinlich bohren. Oder? Nein. Nee. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich bohren. Okay. Ja, soll uns jetzt erstmal nicht relevant sein? Ich wollte schon Eingang rollen, aber zwecklos. Ich kann nur etwas wackeln. Münzen allein macht nicht glücklich. Oh nein. Ab heute lebe ich ohne Münzen. Ach, heute habe ich beim Einkaufen wieder sehr erfolgreich. Vielleicht lasse ich mir als Krönung meine kostenlose Massage geben. Das wäre der perfekte Abschluss eines perfekten Tages für eine perfekte Tortette für mich. Cool. Alles klar. Mensch. Ah ja. Da haben wir schon mal den ersten Pilzball. Schauen wir uns mal hier rein. Aber warte mal. Östlich von hier geht die Minecraft meiner Meinung nach weiter östlich zur Stadtgrenze von dort. Und da wird alles gerade gebaut. Ja, ist mir egal. Guten Tag. Werte Kunden, Sie scheinen es Ihren Irrtum zu unterliegen. Wir akzeptieren nur noch Kunden ab Sternrang und höher. Bitte verlassen Sie dieses Geschäft. Halt doch dein Maul. So, dann gehen wir mal hier links. Oh, warte mal. Oh, bin ich im Weg? Ich kann mich nicht bewegen.
das. Okay. Hey, Mario, hast du schon den Kästchen Pilztee getrunken? Herr Mario, sind Sie auch ordentlich angezogen? Sie müssen wissen, dass die richtige Ausrüstung welche Vorteile mit sich bringt. Oh, das wussten Sie schon nicht so gut. Ja. Gehen wir mal hier rein. Hallo. Die Umkleidekammer ist gleich hier. Was soll das bringen? Hm. 3000 Münzen für eine Hose, ist das aus Gold? Werter Kunde, diese Hose ist aus feinstem Material, eigentlich ein Schnäppchen. Uff. Nun, wie schick aussehen will, sollte auch ein paar Münzen haben. Bieten exquisite Produkte für Kunden mit Feuerblumenrang oder höher. Mir scheint, ihr müsst noch ein euch bisschen zu köstlich. Na wirklich, wollt ihr nicht vielleicht lieber einen anderen einkaufen? Oh, toll. Also müssen wir hier noch ein bisschen leveln. Ja, auch. Oh, ja. So, was haben wir hier? Ah, ich habe was gefunden. Ein Pilzplan. Machen wir uns sehen, was drin ist. Oh, seht mal. 15 Münzen. Auch Luigi kann. Okay. Mahlzeit. Das ist das Teehaus. Es gefällt mir nicht wie euer Kapier. Hälfte und bitte, ja, wie wäre es? Ja, hier mach Spezial. Ja, gut. Pilze besteht aus Pilz und Sirup. Dieser Geschmack ist unbeschreiblich. Er soll gut für den Körper sein. Wie viel muss ich davon drücken? Ich will meine Teile zurück. Tipp, pass auf, wofür du deine Münzen hast. Ich habe mir Ausrüstung und hatte keine Münzen mehr für Items. Dann habe ich mir einen Ohren gekauft und hatte nichts mehr für Ausrüstung. Erst nach dem Dank einkaufen. Orden, ja. Das ist denn erst links. Warte mal. Ist auch nicht relevant für uns. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Was haben wir denn? Was hast du denn angeboten, mein Freund? Nein, Bonuskarten brauchst du jetzt nicht erklären. Erzähl hier, was du jetzt hast. Eine Gruppehose. Verteidigung. Angriffshandschuhe. Spargürtel. Gefällt mir irgendwie nicht so. Cooperhose könnte man eventuell kaufen. Ja, machen wir das mal. So. Zubehör, ja. Fitnesssocken. Stellen schrittweise ein paar lang. Ja. Bin ich nicht sehr angetan davon.
Nee, komm. Okay. Dann gehen wir mal hier links, rechts weiter. Ja, schon gut, ich gehe ja schon. Und das ist ganz cool Spielzeug. Man kann, man muss da mit nötigem Ernst dran. Spiel vielleicht lieber ein bisschen Verstecken oder so. Okay, was ist hier los? Willkommen in meinen Online-Jungs. Braucht ihr ein paar Orden? Pilz 1000, was für starke Bärte. Ja, Bonuskarte brauche ich nicht. Danke. Okay, ein Bonus erhält die Kampfausbeute. Kraftvoll erhält die Angriffskraft. Lass uns mal die Ohren kaufen. So. Sehr gut. Sag mal, ihr wisst schon, wie man Ohren wechselt, oder? Na klar. Aber na klar, viel Glück da draußen. So, Orden. Was passiert, wenn wir jetzt erhöht drei Lungen. Erhöht drei Runden langen Angriff. Okay. Nee, lass mal das so erstmal. Das, denke ich, ist erstmal in Ordnung. Das ist erstmal in Ordnung. Mama und Papa sind dort einkaufen, das ist so öde. Hey, soll ich mich verstecken finden? Klasse, glaubst du, du kannst mich finden, Mario? Ich verstecke mich auf der Einkaufsmeile oder in den Lehnen. Geh ja nicht raus, sonst hast du gleich verloren. Also los. Mein Mann ist total verrückt nach Bonuskarten. Immer wenn wir einkaufen, sagt er zu mir, lass mich das Feld aussuchen. Naja, darf ich immer die Luftpolster voll zerdrücken. Wir passen heute zusammen. Okay. Die Klinge ist da oben, aber ich komme nie hin. Bild und Fitness sind jetzt der letzte Schrei im Königreich, aber ihr habt die ganzen Don-Diäten gesehen? Wo bin ich? Bin ich hier runtergerollt? Weiß ich nicht. Und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich rolle gleich die Treppe nach der Hilfe. Oh je, oh je. Klinik von Dr. Horoskopus T. Dann speichern wir mal. Warte mal, was steht da? Pilzpalast ist abgeholt. Wie kommt man nur hinein? Tja. So, okay. Die Wunde an meinem Kopf ist komplett verheilt. Danken Sie den Doktor von mir und Ihnen auch vielen Dank. Der Doktor möchte das Ganze buchen, also kommen Sie nächste Woche auch noch einmal vorbei. Gut, bis dann. Gut, der nächste bitte. Oha, Mario und Luigi, seid ihr beiden etwa krank? Der Doktor ruft immer nur einen Patienten auf. Ich fürchte, ihr müsst einzeln zu ihm. Was, ihr wollt zusammen zum Doktor? Das geht nicht, dafür müsstet ihr einen Termin vereinbaren. Wo geht's denn überhaupt, Mario? Dein Bart glänzt, du scheinst gesund zu sein. Und Luigi scheint auch vor Energie zu springen. Ein rauer Hals, das könnte ein erstes Symptom von Metabolie sein. Nein, Schmerz in der Brust. Ein Notfall, wenn euch die Metabolie erwischt, dann sind wir an dem Untergrund geweiht. Ihr beiden müsst zu einer Stelle zum Doktor, kommt mit! Doktor, Ihre nächsten Patienten sind hier. Doktor? Ihr seid krank. Haben diese Männer eine unglaublich schwere Krankheit? Ja. Wird eine Nichtbehandlung für fürchterliche Folgen haben? Mit Sicherheit.
Warte mal. Schweigt, ihr tragt ein sehr gefährliches Virus in euch. Es wird immer deutlicher, oh ja. Tief in der Kristallkugel stellt der Doktor seine Diagnosen. Passt gut auf. Ah, sehe ich es? Oh ja, Es ist erkennbar? Klar, ganz deutlich. Warte mal. Ein schreckliches Virus, das euch euer Ende bereitet. Es ist... Bosa Rites! Hat mich jemand gerufen? Ah, ein wahrhaftes scheußliches Virus. Er hält sein grässliches Haupt. Ist dies das Virus, das euch plagt? Ja, ein Pein für Körper und Geist und wie? Was? Du Quacksalber. Ich will offen sein, mit Borosaritis ist nicht zu spaßen. Es dauert lange, sich davon wieder zu erholen. Mann, der ist doch Superstar, oder? Ich verschreibe euch ein Antibiotikum. Das sollte etwa 10 Tage reichen. Ihr müsst es dreimal am Tag am besten mit den Mahlzeiten einnehmen. Mario und der grüne Schnauzbärt. Ihr zwei Clowns wollt euch also den Finsterstein schnappen? Und außerdem den Pilzpalast zurückerobern? Ach, der Finsterstein und der Palast sollten mir gehören. Und sie werden mir gehören. Mario! Okay. Alles klar. Dann machen wir mal. Gut. Und nochmal. Ja, so langsam heißt es echt drauf. Nice. Ah. Na gut. Och Mann. Das hat mich gerade voll abgelenkt hier. Nochmal. Uff. Ja, Zeit für einen Sirup, würde ich sagen, ne? Nochmal auf Luigi. So. Und let's go. So. Okay.
Okay. Und weiter geht's. Und nochmal. Schön. Ihr kleinen Nervensägen, euch säge ich die Bärte ab. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ihr müsst beide springen und euch an mir festhalten. Wenn ihr euch festhaltet, müsst ihr Knöpfe gedrückt halten. Wenn ihr die Knöpfe loslasst, fällt ihr runter. Okay. So, erstmal heilen, ne? Das würde jetzt eine schwierige Zeit werden jetzt. So. Alter. Können wir denn jetzt halt auch mal eingreifen, oder? Ach komm.
Ich finde es ein bisschen zu übertrieben mit dem Gumma, ehrlich gesagt. So, ist unser letzter Pilz, ne? Wolltest du mal angemerkt haben. Och, kann er mit dieser Scheißattacke mal aufhören? Ja, kann mich halt nicht wehren, ne? Alter! Da ist die Steuerung echt schwammig, ne? Ich kann halt... Ja, ich kann halt nicht machen. Ja, lass dich umbringen. Hat keinen Sinn hier, ja. Yeah. Alter. Kotzt mich das an. So. Der Trick hier dabei ist, du musst halt nur die roten merken. So.
Ich mach mal wieder mit Mario. So. Jetzt soll er mal seine Kackattacke einsetzen. Auf einmal macht er das jetzt nicht. Alles klar, Digga. So, ja. Gut. Gut, weiter jetzt. Jetzt läuft es ein bisschen besser. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Glück. Die ist scheiße laufen, die Tacke. Ja, fuck. Da war ich mir halt nicht sicher gewesen. Die Tacke ist so beschissen, ey. So. Oh, auf einmal funktioniert's. Oh, Wunder. So. Oh, alter Vater. Ich bin noch nicht wieder voll da. Bin so schwach. Ah, deswegen seid ihr hier. Wird das Pilzkönigreich untergehen, wenn nichts unternommen wird? Ja. Das heißt, Sie müssen alles über das Pilz. Sie wissen alles über das Pilzkönigreich. Kennen Sie vielleicht einen Weg, wie man die Barrieren vor dem Palast durchbrechen kann? Unmöglich.
Gibt es etwas, das ich nicht weiß? Nein. Die Antwort lautet nein. Aber unter gewissen Umständen sind mein Wissen und meine Magie nutzlos. Diese Barrieren sind absolut und total durchdringlich. Und warum? Wegen des Finstersterns. Wegen des Finstersterns. Das klingt jetzt aber sehr pessimistisch. Wir können nicht an den Prinzpalast heran. Und das Schicksal des Königs Gelkarch hängt am seidenen Faden. Es ist zu früh, um aufzugeben, zweifellos. Ich habe nicht die Macht, die Barriere zu durchbrechen. Aber hat die Kristallkugel einen anderen Vorschlag? Ja. Ja? Sternsirenen. Sirenen? Sternensirenen? Sternsirenen. Drei Sternsirenen. Die drei Sternsirenen der drei Hüter. Sie führen jede Krankheit zu heilen. Wir müssen also nur diese drei Sirenen finden? Können die auch die Finstersterne zerstören? Still, die Heilung der Metabolie hat Vorrang. Nur mit den Sternsirenen können wir sie heilen. Und mit Hilfe der drei Sternsirenen habt ihr die Kraft der Barrieren zu durchbrechen? Ich denke schon. Könnt ihr damit auch den Zerstern zerstören? Ich weiß es nicht. Aber eins ist kristallklar, ihr müsst die Sternsirenen finden. Die können die Metabolie heilen? Dann los! Wo sind sie? Wo sind die Sternsirenen? Es gibt drei Hüter, es gibt drei Sirenen. Jeder besitzt eins davon. Verstanden, wo sind diese Hüter? Eine Vision, einer ist in einem Wald. Ein Wald? Der Grübchenwald. Ja. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich brauche also nur diese drei Sternsirenen, ja? Was? Du doch nicht. Margret, ich werde sie vor dir finden. Hör auf zu nerven, das macht mich wütend. Du bist so nervtötend wie dieses Schippi in meinem Bauch. Egal, bis dann, ihr Verlierer. Mario, grüner Schnauzbart, frisst meinen Staub. Ich hol mir erstmal die Seeren und dann ab in den Palast, sagt der noch. Wie ist denn der erste Hüter so? Ja nun. Das zu erklären würde etwas dauern. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach in den Grübchenwald. Wartet, eine Vision. Ein Bild. Sid, ist das der erste Hüter? Ja, mit Sicherheit. Kennen wir doch. Wie, das ist das Wesen, mit dem wir in Bowser gekämpft haben? Jetzt weiß ich es wieder. Nachdem wir es besiegt haben, ist es weggerannt. Das ist ein Hüter? Hat sich die Kristallkugel je gehört? Nein, hat sie nicht. Diese Raube gehört zu den Hütern. Wie sicher ich bin, dass sie ein Sternserum hat, zu 100% sicher. Aber sie ist nicht im Wald, sie ist in Bowsers Körper. Bowsers hat sie im Grübchenwald verschluckt und jetzt ist sie in seinem Körper. Dieser Kristallkugel liegt total daneben. Kennst du dich mit Kristallkugeln aus? Nein. Ist das alles zu hoch für dich? Ja. War die Raupe im Wald? Ja. Das bedeutet, Kristallkugel hatte recht. Und jetzt, da ihr die wahren Aufenthaltsort des Hüters kennt, habt ihr einen Vorteil. Ja, stimmt. Es ist Glück, dass die Hüterin in Bowsers Körper ist. Wir müssen nur wieder hinein und uns das Sternserum von ihr holen. Stört es mich, dass ich da hineingezogen wurde? Ja. Diese Röhre, sie sieht aus wie die in Bowser. Glück gehabt, jetzt kann es weitergehen. Bowser ist unterwegs zum Grübchenwald, aber er weiß nicht, dass das Serum in seinem Körper steckt. Nichts wie rein. Ich würde gerne speichern wollen. Oh, jetzt bitte kein Bosskampf nochmal, oder? Warte! Du gehörst doch zu den Hütern. Ich möchte mit dir reden. Warte! Mario, Luigi, hinterher, schnell! Wir müssen die Raupe verfolgen.
Kann ich wenigstens speichern, oder? Okay. Energiekammer. Siehst du, komm. Muss einen Weg geben, diese Barriere zu umgehen. Aber im Moment können wir hier wohl nichts mehr weiter tun. Warten wir ab, bis Dr. Huskos den anderen Hüter gefunden hat. Außer wird das Sternzeug sowieso niemals vor uns bekommen. Hachia stand da gerade eben. Hat da einer über mich geredet? Pah, ich werde das Serum vor Mario in den Krallen bekommen. Wo geht's im Grübchenwald? Wo sind wir denn jetzt hier? Blockiertes LAN geschlossen. Fähiger Masseur dringend gesucht. Gut, der Part ist jetzt schon hier lange noch. Da wird's kein Bock mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sind im Migränesee. Die Hüterin ist weggelaufen. Bowser sieht sich im Migränesee um. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Mario Luigi Abenteuer Bowser. Macht's gut, haut rein Leute und tschüss.